Duncan Klingseis the Cracks, Potter Jetter, AG Acton Rugged Lumberjacker. Shh, heute höher, minster dem Nehmer Sieder. Jumpy Chip der Lolligong, es Masker. So, Ben, vad händer? Not, null not. Ur lammdjur? Jo, vet en ved för elden stor, så snabb och hugg och bli veden du. Saksam bli fin. So, und dann kommen wir dann direkt Gesellschaft. Das ist natürlich äußerst komfortabel. So, Alter, was geht da? Ah! Meine Güte, Alter. Ja, leichter gemacht als getan. Und wieso geht er denn? Wer geht denn da auf Blitz mit ihm los? Nicht so einfach. So. Tod. Tod ist hilfreich. So, hochheilen. Okay. Wir bemerken, die Viecher klappen bei Tod doch sehr schnell aus den Latschen. Blitz bringt irgendwie gar nichts, außer dass ich als Ableiter gelte dann. Ich glaube, die tun uns hier nichts weiter. Ich glaube, dann können wir weiter nach unten gehen. Die hacken da gemütlich auf ihrem Holz rum. Mit den Äpfeln können wir leider auch nichts anfangen. Ja. Da nicht. Da muss ein bisschen Sonnenlicht, was da reinkommt. Aha. Ruhe. Was immer sie da auch zu reden hatten, wie denn? So, weg ist er. Da ist noch so einer. So, so schnell ist man die Viecher nämlich los. Oh, da hat's mich zerlegt. Eieiei, da hab ich mich aufgepasst. Das war echt knapp. So, muss ich aufpassen. Gerade gar nichts machen. Das ist natürlich sehr angenehm. Unangenehm. So, jetzt sehe ich aber wieder gut aus. Hui, das war gar nicht so einfach. Hätte ich ja so jetzt gerade nicht erwartet. Das wurde doch alles ein wenig unübersichtlich. So, die komische Hackerin, die lassen wir mal in Ruhe. Guck mal, hier kann man rein. Guck mal, hier kann ich kaputt machen. Oh, bin ich böse. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir wieder ein bisschen Wasser. Mikschick, Üxgaks, Üxgaks. Alles gut. Ne Bonbon, petit parler. Ja, hier stand in der Ordine Bonneleinen, wenn die dort bewahlen für die Opportin-exklusiven Talkitid. Ja, was je warnen. Kracka i bunnelinen. Oh, Nisse, du var inte järn. Allgotinget är uppe i bunnanne. Pastan, jehoko, jehoko.
bak i skogen, se. Jeg må rømme for bondbruken og les før de hopper godt, se, jetten. Eske peske godt, se. Godi, godi. Jo, det savner ikke. Jo, visst, da. Sånn jeg ser. Store, goden ting, vent just rundt noen. Jeg blir glad den tiden til å se den oppstanden av den alliansefolk. Fryten din til kommen. Jeg var venter, men den viser vini. Ord i hål i det flunderline. Fin, fin fråga der. Jeg seker som i bunken fram den hokus pokus minnevis. Dans på rosen, vil jeg se. Neven egne havnen. Rosi vosi, kokke krambel. Kanolininen, visi nini nini, lukkeleinen er aksjepakkebonnelurk. Akkepakkebonnelurk, ja. Hent i bonnet! Hva er så bescheid, ja? Aha, ich habe ihn da niedergeflammt. Oh, während der Itzu so den ganzen Rest platt gemacht hat. Ah, guck mal hier, da ist eine Kiste, die kann ich mir angucken. So. Vorräte für Schloss Vanyahal. Kann man nicht kaputt machen. Unkaputtbare Vorräte. Na gut. Ja. Ach, das war's schon wieder. Hm. Boah. Boah. Nur der Itze sagt das gerade so schön. Mehr Gequatsche als alles andere. Da steht so ein komischer Passant rum. Den lassen wir. Ach, guck mal hier oben. Hier. Willi können wir ansprechen. Cracken ever blue. Ah nee, Topfranz. Pilze im Garten sind doch was Schönes. Ja, sofern man denn Pilze mag. Ich gehöre zu dieser Gattung Menschen. Allgott, seltsame Leute auf der Straße heute Abend. Ja, um meinen Satz zu vervollständigen, ich gehöre zu der Sorte Menschen, die auf Pilze nicht wirklich sonderlich abfährt. Aber ich habe von anderen gehört, die... Er sprengt den kompletten Lokus. Tatsächlich, es ist tatsächlich ein Lokus. Da, man sieht es eindeutig, dass das Loch vom Donnerbalken ist noch da. Und wo sollen die jetzt bitte alle ihr Geschäft verrichten? Kann uns das der Herr Itze vielleicht beantworten? Zimmert der denen jetzt ein neues Toilettenhäuschen? Die Firma Dixie ist zu diesem Zeitalter noch nicht erfunden. Oh Mann. Naja, gut. Schnell mal aus dem Staub machen, bevor es einer merkt, dass wir es waren. Ja, siehst du da. Da, guck mal hier. Da, die haben schon gemerkt. Die ganzen... Ja, guck mal hier. So einfach geht das. Eis. Bin aber irgendwie down. Wäre nett, wenn mich der Hitze einmal wiederholt. Oh, super. Ich sehe gerade, er kann nicht. So, da muss er sie selber wegfrieren. So, ich bin wieder im Spiel. Ich bin schon wieder weg. Okay. Surrender. Ja, mich hat schon wieder zerlegt. Ganz toll. Very frustrating, die ganze Geschichte.
So, das ist ja das Geile. Der Itze, der kann ja momentan auch gerade gar nichts machen, der Krieg. So, das ging jetzt aber wieder, offensichtlich. Hui! Okay, ich habe mich mehr auf die Fresse gelegt als alles andere. Aber deswegen sind wir ja auch zu zweit. So, haben wir denn hier noch irgendwie was? Können wir uns hier noch was angucken? Was denn das? Ah ja, na super. Ach so, sollte ich vielleicht... Ja, ich hab's gerade direkt verlegt. Okay, ja. Ich weiß gerade gar nicht, ist denn... Vielleicht muss ich mit Eis zuhauen, vielleicht ist das intelligenter. So, wobei, ist da noch was? Ist da nichts mehr? Oh, hier liegt ein Blumenstrauß. Ein hübsches Blumensträußchen, das man gerne sofort verschenkt. Minimaler physischer Schaden, mittlerer Lebensschaden. Wie? Was? Okay, ich nehme aber meinen Seelenkreischer, weil mit dem Blumenstrauß möchte ich die dann doch nicht vermöbeln. Hoppala! Okay. Oh, wie, mal funktioniert das nicht? Das kann ich mir jetzt aber gerade nicht vorstellen. Na, tatsächlich, mal funktioniert das nicht. Moment. So, rennen wir mal so da durch. Wirkt doch sehr interessant im Moment. Ob das so geplant ist, dass man hier lang kann? Was haben wir denn hier? Oh, ein Zettelchen. Mal gucken. Heute vor 10 Jahren wurde diese Hütte Schauplatz eines brutalen Mordes, als bis zu 4 Zauberer angriffen. Daher und aus programmiertechnischen Gründen muss diese Tür leider verschlossen bleiben. Haha. Ich weiß schon, warum ich mir das jetzt nicht gegeben habe. Oh, wir kriegen Besuch von hinten. Nein. So. Er stand im Weg, eindeutig. So, ich glaube, darunter konnte man nicht. Kann man denn jetzt hier irgendwie weiter? Oder geht's da noch weiter runter? Weil irgendwie konnte ich da... Ach, jetzt geht's auf einmal. Ah, toll. Oh. Nanu. Was? So. Okay. Oh. Da ba da ba 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 ba. Wissi, hast du get dem Hackerstick? Kriege dich mit Hand! Schmiedtant Behera! Ja! Stimmung! Kettenschwert! Wie kann er nur so straff bleiben, selbst wenn man damit auf jemanden eindrischt? Seltsam, aber sehr effektiv. Hoher physischer Schaden.
Guck mal, das Ding nehme ich doch jetzt definitiv direkt immer mit. Und dann gehen wir mal die Jungs hier hinten kloppen. So, hep. Zwei versenkt. Und noch zwei. Oh, guck mal an, da ist ein Schild. Das können wir uns noch mal eben schnell fix angucken, bevor wir Richtung... Steht mir der komische Itze im Weg. Ja. Rein die Tauchausflüge. So toll, dass euch die... Was? Die Kiemen... Die Kiemen wachsen. Aha. So, dann gucken wir mal hier. Bin wieder im Geschäft. Eher weniger. So, gucken wir doch mal. Können wir die Spelunke hier irgendwie betreten? Geht das vielleicht? Ja, nicht so wirklich. Schade, ich hätte den Partybunker hier, das Café, doch gerne mal ein bisschen von innen angeguckt. Vielleicht hätte es das eine oder andere für uns noch abzustauben gegeben. Aber nö. So. Da haben wir Wachen. Ach nö, nicht schon wieder. So, der ist platt. Was steht denn da auf dem Schild? Aua! Meine Güte. Geht das schon wieder los? So. Altar des Nyrelarthotep, ja genau. Diese witzige Steinskulptur wurde aus einer Tiefe von 900.000 Fuß geborgen und hat eine lange interessante Geschichte. Leider fällt jeder Wupp. Leider fällt jeder, der sie erfährt, unwiderruflich dem Wahnsinn anheim. Ich hab's direkt zerlegt. Ah, ich hab's zerlegt, verdammt. Surrender! Ah, schon wieder zerlegt. Das gibt's doch nicht. So, ich glaube, er kann mich aber wiederholen. Sehr schön. So. Außerweltlicher Stab. Dann gucken wir uns mal den außerweltlichen Stab an. Mit unbequem scharfen Griff und groben glühenden Klumpen am Ende. Zweifellos von Kräften jenseits des menschlichen Vorstellung geschmiedet. Geringer physischer Schaden, mittlerer Todesschaden. Ja. Verdammt. Das ist dann... Naja, nee, dann nehme ich meinen Seelenkreischer wieder mit. Der ist mir angenehmer. So, gibt's hier noch irgendwas, was wir hier gucken können? Luki Luki? Asterna Luki Luki. Offensichtlich nicht. Gut, dann können wir weiter nach unten gehen. Ja, schön, dass es jetzt hier die ganze Zeit schön regnet. Das ist... Ich weiß nicht, ich finde das klasse. Das hält auf meiner Waffe wunderbar. So, mit den beiden können wir nichts anfangen. Gut, dann lass sie nass werden.
Da ist nix. Da ist nix. Da ist wieder eine Hütte. Da ist ein Fässer. Aha. Ein paar Holzstapel. Und Gegner! Na toll! So, haben wir doch dann auch geschafft. So, da ist tatsächlich Eis am effektivsten. Das hat die sofort aus den Latschen geknüppelt. Ja, man merkt, man kann nicht immer gleich, wie man das so gerne hätte, dieselbe Taktik fahren wie sonst auch. Ah ja, aber wir haben es geschafft. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, das gefällt mir doch. Ja, was haben wir denn? Wir haben einen Videomodus gefunden. Wir haben Leben 4 freigeschaltet, ein geringeres, gegnerisches Bewegungstempo 3 und die Laborrobe in Petrol. Ja. Ja, warum nicht? So, ich würde aber sagen, ich lege an dieser Stelle dann erstmal wieder eine Pause ein. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, die dümmsten Magier der Welt in Let's Play Magicka 2. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns.